Ja, guten Morgen, Freunde, wieder. Wir sind unterwegs in der Nähe wieder von meinem Heimatort Haldorf. Die Sonne scheint, der Schnee ist fast weggeschmolzen und ich will noch ein bisschen mit der Drohne fliegen, ein bisschen spazieren gehen, auch durch den Wald hier. Vielleicht noch runter an die Eder mal schauen. Und ich bin heute auch nicht alleine. Ich habe heute Geleitschutz dabei. Ich habe mir nämlich das Hundchen von unseren Mietern mitgenommen. Die sind heute Morgen beide nicht da und da. Ja, da betreuen wir sie halt immer wieder mal gerne. Sabine musste schon zur Arbeit, deswegen sind wir zwei alleine unterwegs. Ja, und hier seht ihr das liebe Schäferhündchen unserer Mieter. Hey, guck doch mal hier, du. Ja, ne? Ist wirklich eine ganz brave. Tut keinem was, auch unseren Kätzchen nix. Und freut sich immer, wenn ich sie mal oben abhole aus der Wohnung, wenn die Herrchen und Frauchen nicht da sind. Und da darf sie natürlich gerne bei uns sein und auch mit auf Spaziergang gehen. Also, wenn es euch interessiert, bleibt dran. Bis später. Wie ich euch gerade gezeigt habe, hier wird ein Abenteuerspielplatz für die Kinder hier entstehen. Tolle Sache. Doch einiges getan hier in der Gemeinde. Ich bin jetzt ohne Hund unterwegs. Herrchen und Frauchen sind mittags zurückgekommen und ich habe den Hund natürlich zurückgebracht. Und gehe jetzt noch ein paar Schritte hier, mache noch ein paar Aufnahmen. Also bis gleich dann.
Ja, Freunde, das war's für heute. Ich habe noch ein paar Drohnenflüge gemacht hier in der untergehenden Sonne. Ich hoffe, die Bilder, die Filme sind was geworden. Ich werde gleich nach Hause gehen, das Ganze zusammenschneiden, das Abendessen und Sabine warten und dann schauen wir mal weiter. Ich wünsche euch noch ein schönes sonniges Wochenende. Morgen ist ja Sonntag, da soll die Sonne auch noch mal den ganzen Tag scheinen. Und ich hoffe, ich finde die Zeit, die Lust und die Motivation, da noch eine Wanderung zu machen. Also bleibt sauber, bleibt gesund. Bis später. Tschüss.